Hallo Wander- und Outdoor-Fans und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, wir sind in Holztun und nehmen euch mit auf eine kleine Herbstwanderung. Herbstlich ist es auf jeden Fall, die Tour ist auch nicht allzu lang, aber wir schauen mal, wie es so ist. Genau, heute halt wieder aus der Südeifel, dem Felsenland Südeifel, Tour 58 heute. Ja, und wenn ihr Lust auf eine Wanderung habt, dann kommt mit. Ja, mal noch so ein paar Infos zur Wanderung hier hinter uns, seht ihr schon mal, das ist noch so ja, ein paar, erkennt man gar nicht so gut, aber so eine alte Langmauer gewesen wohl, sieht man noch so ein bisschen die Überreste. Ansonsten ist die Tour heute eher so unter dem Motto kleine Herbsttour durch den Wald, ein bisschen Laub hat sich verfärbt, überstehen so kleine Pilze rum. Genau, es sind auch nur 6 Kilometer, also relativ entspannt, wenn es anfängt zu regnen, das könnte gut passieren. Ja. Dann sind wir auch schnell wieder zurück, deswegen haben wir uns heute für eine kleinere Tour entschieden. Genau, und Höhenprofil war auch nicht so extrem, 200 Meter. Ja, 200 Meter. Also wirklich eine ganz gediegene Tour, wenn man hier in der Nähe ist, kann man die mal laufen. Einfach so einen schönen kleinen ruhigen Waldspaziergang machen. Genau, und wo sind wir? Ja, wir sind bei Holztum, zwischen Holztum und Ferschweiler. Da gibt es wohl im Wald einen Wanderparkplatz in so einer Kurve, den haben wir genutzt. Der ist allerdings, ja. Nicht so im besten Zustand, ein bisschen matschig, deswegen muss man gut gucken, ob man da parken kann. Es ist auch kein richtiger Parkplatz, eigentlich ist es eher ein großer Waldweg, der da ja, reinführt, genau. Ein bisschen breit am Anfang. Aber es ist total okay, um sein Auto abzustellen und dann loszulaufen. Genau, und gehen wir weiter. Sind wir hier an der Kreuzung angekommen und ja, so wird es mir auch noch nicht passiert. Also wir kamen von dort. Genau, da hinten sind die Schilder. Den Schildern gefolgt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, da lang zu gehen, da steht ein Schild. Genau. Oder da lang zu gehen, da stehen 2 Schilder. Oder da lang zu gehen. Darüber zu gehen. Das also sind halt auch überall Schilder und alles ist dieselbe Kreuzung, Tournummer. 4 Richtungen und wir wissen nicht, wo lang. Genau, 4 Richtungen. Und in allen Wegen ist nicht nur ein Schild irgendwo jetzt, sondern immer noch mal 2 Schilder dahinter auch. Also wir wissen gerade nicht, wo lang. Alle Wege führen nach oben. Haben kein GPS dabei, weil wir eigentlich immer ohne GPS wandern, um mal zu gucken, wie die Beschilderung ist. Aber das hier ist jetzt sehr lustig. Mal sehen, wo wir rauskommen. Wie immer akrobatische Künste im Wald. Wir wissen immer schon vorher, dass ja, interessant werden könnte. Also, ich habe es mal wieder nicht geschafft, elegant die Hürde zu meistern. Naja. Hm.
wo sind wir wieder? Am Andrehen. An der Kreuzung, an der wir eben waren. Also man kommt hier wieder lang auf dem Rückweg, das sieht man aber auf der Karte nicht. Da begegnen sich die Wege tatsächlich nicht, aber so ist es. Genau, und jetzt geht es natürlich dann da oben lang und dann passt es wieder. Ja. Wäre also praktisch auch egal, in welcher Richtung wir gehen. Ja. Auch schon auf den anderen Südeifel-Touren hier auch wieder so ein paar Kultstätten bzw. Begräbnisstätten, die man hier immer so finden kann in der Südeifel. Ihr seht hier wieder vorne so ein Grab ausgehöhlt, diesmal im Boden, ein Grubengrab oder halt Kistengrab. Hier vorne dieser große Stein ist eine Art Deckstein, hinten sieht man das Ganze noch mal ein bisschen anders verziert und auch mehrere so Grabkammern. Hier in dem ganzen Gebiet gibt es mehrere so Orte, einer liegt hier oben auf dem Berg. Hinter uns gibt es auch noch so einen runden Deckstein, den man besuchen kann. Und wer da mehr zu sehen will, einfach mal hier oben noch an das Video klicken. Da habe ich schon mal was dazu erzählt auf einer anderen Tour. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Tour. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie fandst du es, Eva? Die Tour ist ja sehr kurz, aber die ist überraschend schön. Also gerade der erste Teil war ganz nett, dass es durch kleine Pferdchen durch den Wald geht und man ist sehr alleine. Deswegen hatte das ein bisschen was Mystisches, weil wir keinem begegnet sind, weil die Tour wohl nicht so ganz bekannt ist. Genau, also wir waren die Einzigen, zumindest haben wir sonst keinen getroffen. War sehr schön, war sehr ruhig. Ganz zum Schluss noch die Aussicht, die war auch schön. Ja. Also habt ihr gesehen in der Einblendung diese schöne Aussicht. Letztes Stück Weg, ja, der ist voll zur Waldautobahn umgebaut, also der war nicht so interessant. Ja. Da haben wir auch nicht so viel gefilmt. Aber dafür hier der Anfang des Weges zwischen den Felsen ist schon so echt lohnenswert. Also wenn man mal seine Ruhe haben will, wirklich nur eine kleine Tour machen will, können wir die empfehlen. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss! Tschüss!